Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum Teile der Gesellschaft das Münchner Olympiastadion unbedingt in die Regenbogenfarben hüllen wollten und sie jetzt ganz enttäuscht sind, dass sie das nicht durften, sie die UEFA beschimpfen und sie überhaupt ganz sauer und traurig sind, dass sie kein Zeichen der Toleranz setzen konnten. Was steckt da dahinter? Zunächst mögen viele denken, ja, die Grünen, sie sind mal wieder völlig bescheuert. Sie sind einfach doof. Sie, ja, mit ihnen stimmt was nicht ganz im Kopf. Die ganze Gesellschaft ist verrückt geworden. Aber Verrücktheit gibt es nicht. Das hat die Evolution nicht vorgesehen. Man muss immer dran denken. Jedes Verhalten war in der Vergangenheit, das wir heute erleben, war in der Vergangenheit irgendwie erfolgreich. Sonst hätte es sich nicht vererbt. Weil das Verhalten beruht ja auf unseren Genen und ja, das heißt, es kann nicht sein, dass irgendetwas dumm ist. Das ist unmöglich. Außer es handelt sich um eine geistige Behinderung, also um irgendeine Störung. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Was soll also das? Betrachten wir zunächst das Verhalten von diesen Leuten in der Vergangenheit. Haben sie sich empört, als die Berlin-Demonstration am 1. August, als sie verleumdet wurde, als die Leute ja ihre Meinung nicht frei äußern konnten, der Meinungsbildungsprozess gestört ist in Deutschland? Wer hat sich da empört? Oder dass die AfD keine Wahlveranstaltung machen konnte, dass sie aus den Berufen gedrängt werden, dass Wissenschaftszweige kaputt gemacht werden, dass Leute nicht gehört werden, aus zum Beispiel aus der Klimawissenschaft, aber auch bei Corona selektiv nur gehört wird. Und wie gesagt, ganz schlimm, dass Leute aus den Berufen gedrängt werden, ihre Existenz angegriffen wird. Die Schwulen, natürlich, ihnen geht es im Fußball nicht gut, aber werden sie systematisch aus den Berufen gedrängt? Das heißt, wie ist hier die Prioritätenverschiebung? Kann man wirklich noch sagen, dass heutzutage die Schwulen so bedroht sind? Warum ist es jetzt so? Warum ist den Leuten jetzt das wichtig, dass sie diese Regenbogenfarben haben wollen? Und warum ist ihnen das andere, übersehen sie es scheinbar? Ist es ihnen gar nicht wichtig? Und diesen Leuten geht es darum, Druck auszuüben. Es geht ja, wenn man genauer hinguckt, sieht man ja, es ist Ungarn zu Gast. Und ich kenne mich jetzt nicht genau aus, aber anscheinend die Schwulenrechte in Ungarn, es ist so, ja, ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls ist es aber so, dass Orbán damals die unkontrollierte Einwanderung verhindert hat. Und das hat viele Leute hier, anscheinend macht das hier sauer. Und es geht doch sehr wahrscheinlich vielmehr darum, die Ungarn zu erniedrigen. Es geht darum, Druck auszuüben, moralischen Druck, ein Argument anzuführen. Seht her, wir haben hier das bessere Argument. Und ihr, die Ungarn, ja, ihr seid die Intoleranten und wir erniedrigen euch jetzt hier. Ihr kommt jetzt hier in dieses Regenbogenstadion. Wir zeigen euch jetzt hier, wie es geht. Wir sind oben, ihr seid unten. Das heißt, es geht in Wahrheit um das Ausüben von Dominanz. Und ja, um die Erniedrigung. Und das ist kein Kindergarten, das ist ganz ernst zu nehmen. Und wichtig ist hier, dass eine Verbindung aufgebaut wird. Die Linken, sie reißen diese ganzen positiven Begriffe wie Toleranz, reißen sie an sich, sind aber in Wahrheit gar nicht tolerant. Und man kann, denke ich, sehr sicher sein, dass diesen Leuten geht es nicht darum, die Schwulen zu schützen. Wie gesagt, weil die Schwulen natürlich im Fußball haben sie Probleme, aber jetzt so in der Gesellschaft ist es doch eigentlich mittlerweile so, dass, wie gesagt, man verliert nicht seinen Beruf, wenn man schwul ist, normalerweise. Das, denke ich, ist nicht der Fall und es werden solche Leute nicht mehr verfolgt. Es geht ihnen besser denn je. Es wird jetzt aber eine Verbindung geschaffen. Das heißt, das haben sie auch erfolgreich gemacht und darauf fallen viele drauf rein. Diese Regenbogenfarben, das schon in der Vergangenheit, die Friedensbewegung hat das an sich gerissen, überhaupt diese ganzen Linken. Und sie verknüpfen das jetzt mit Gender-Sternchen und schlechten Dingen, die sie machen. So dass die AfDler und andere teilweise darauf reinfallen und jetzt den Schutz der Homosexuellen,
mit schlechtem Verhalten verknüpfen, weil die Linken das so an sich gerissen haben. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wenn man jetzt anargumentiert gegen die Regenbogenfarben, wie blöd sie denn sind, dass man argumentativ unterlegen ist. Weil dann können natürlich die Linken sagen dann, ja, wir sind für den Schutz der Homosexuellen, ihr seid die Rechtspopulisten, ihr seid gegen den Schutz der Homosexuellen. Und schon wird man in eine Ecke gedrängt vor der ganzen Gesellschaft. Was kann man jetzt dagegen tun? Es ist falsch zu sagen, die Regenbogenfarben sind schlecht, es ist alles total blöd, sondern man kommt mit der Verhältnismäßigkeit. Bevor hier die Regenbogenfarben gehisst werden, müssten erstmal 1000 andere Sachen in Ordnung gebracht werden. Und es ist natürlich so, dass es nur darum geht, hier Ungarn blöd hinzustellen. Und sowas hat im Fußball nichts verloren. Aber vor allen Dingen, das hat ja auch alles Weidel getan. Natürlich ist das eine politische Aussage und sie hat überhaupt gar nichts mit dem Fußballsport zu tun. Sie hat da überhaupt gar nichts zu suchen. Das sind auch persönliche Entscheidungen eines jeden, aber dass da aufoktroyiert wird, dass die Arena irgendwie in Regenbogenfarben, also das ist ja auch alles schon so ein bisschen Kindergarten, ne? Also wenn wir mal ehrlich sind. Sie haben völlig recht, das ist Kindergarten und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich als Provokation gegen Ungarn gedacht. Und wenn man bei einem Sportereignis eine Mannschaft einlädt, dann provoziert man nicht mit Dingen, die in Ungarn halt anders gesehen werden. Punkt. Was mir noch gefehlt hat, ist dieser Aspekt, dass es darum geht, Druck auszuüben. Wie gefährlich das ist. Dass eben andere Sachen nicht erwähnt werden, die viel dringlicher sind. Dass die Linken von Meinungsvielfalt und Toleranz nämlich gar nichts halten. Dass in Wahrheit so ist, so dass es ja eine Heuchelei ist. Dass es nichts als Heuchelei ist in diesen Regenbogenfarben. Und dass sie die Regenbogenfarben missbrauchen, um Druck auszuüben. Dass sie die ganzen Homosexuellen, dass sie nur missbrauchen für ihre Zwecke, um sich gut darzustellen. Dass es ihnen nicht um die Homosexuellen geht, sondern dass es ihnen nur darum geht, Druck aufzubauen und sich gut darzustellen. Was damit bewiesen werden kann, argumentativ, dass sie sich für viele andere Dinge nicht interessieren. Für beispielsweise beim Islam, die Schwulenfeindlichkeit im Islam, das ist ja kein Thema bei den Linken. Sondern diejenigen, die das ansprechen, werden schlecht gemacht und werden als sonst was hingestellt, als Unmenschen. Das heißt, diejenigen, die in Wahrheit das die ganze Zeit angeprangert haben, die Schwulenfeindlichkeit, die vor allen Dingen im Islam ausgeprägt ist, die gleichen Leute, die jetzt die Regenbogenfarben haben wollten im Münchner Stadion, sie haben diese Leute mundtot gemacht und haben dadurch indirekt die homosexuellen Feindlichkeit befördert. Und das, so sollte man in die Offensive gehen, aus meiner Sicht, und das klar benennen. So bringt man diese Linken argumentativ in die Defensive. Weil darum geht es im Endeffekt. Es geht darum, argumentativ zu gewinnen. Das klingt jetzt böse, aber es geht darum, die Oberhand zu gewinnen. Und die Oberhand zu gewinnen bedeutet, den anderen zu erniedrigen. Das versuchen die Linken mit der AfD, mit dem Bürgertum, mit dem Ausland, mit Russland. Und wir müssen einfach nur zeigen, was sie machen. Dann sind sie erniedrigt. Und dann haben wir die Oberhand. Das Argumentative ist ganz wichtig und wird unterschätzt. Es geht darum, argumentativ die Oberhand zu behalten. Und indem man das jetzt verharmlost als Kindergarten oder sagt, die sind doof, dadurch gewinnt man nicht argumentativ die Oberhand. Sondern man muss diese Leute ernst nehmen und zeigen, beweisen, darlegen, was sie im Schilde führen, dass sie verlogen sind, dass sie Falschspieler sind. Es ist eigentlich immer überall das Gleiche. Man muss diese Leute ernst nehmen und dadurch sie entblößen, dadurch ihr falsches Spiel offenlegen. Immer wenn man sagt, sie sind dumm, dann kommen sie damit durch, dann gewinnen sie, dann ist man selber der Dumme. Jeder, der sagt, die Linken sind dumm, hilft ihnen. Und ist, wenn er sie bekämpfen will, ist er selber der Dumme. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.